Streite dich auf die schönste Weise, heißt es in der Sure 16. Ich habe mich mit meinem Vater nie gestritten, aber vielleicht war das der Fehler. Das gemeinsame Gebet hat nun eine erste Brücke zwischen uns geschaffen. Von diesem Tag an hörte ich die Sure überall in der ganzen Stadt. Ich möchte dir nun eine Geschichte erzählen über eine andere Brücke, mein kleiner Prinz. Die Geschichte der Admiralbrücke und Tante Eiche. Mann, Quinn ist dieser Junge. Mann, Alias ist guter Junge. Ich will mich bei ihm entschuldigen. Wieso hast du ihm nicht gesagt, dass du Kopftuch trägst? Nur wegen mir, wegen meinen Heiraten. Und wir warten auf den Hunde da. Mann, keine Ahnung. Ich finde, es geht niemandem was an, was ich trage, okay? Und wenn ich Kopftuch tragen will, was geht's ihm das an? Was will er machen? Ey, ganz ehrlich, okay? Ich finde, man kann seine eigene Religion sich selbst aussuchen, okay? Und wenn ich religiös werden will, dann ist meine Entscheidung, oder? Ja, genau, ich denke auch so. Sucht ihr vielleicht Alias Lark? Ja, so, was ist dein Problem? Ja, genau, wo ist dein Problem? Der hängt hier immer Admiralbrücke ab um diese Uhrzeit. Admiralsbrücke bei den Dealern? Boah, er kriegt so einen Kopfnuss. Ich schwöre, komm. Wenn du ihm einen Kopfnuss gibst, ich muss das filmen, Alter. Verdeckt, wo ist meine Kamera, ja? Ich will so ein Loser, ey. Verstehst du, er kriegt von seinem Vater eine neue Niere, okay? Und dann geht er zu diesem verfickten Dealer, um sich Drogen reinzuziehen, Alter. Was ist das für ein Verlierer, ey? Ich schwöre, so ein undankbarer Hund, ey. Hey Mann, wo ist meine Kamera, ja? Weiß ich nicht, wo deine Kamera ist. Ashhadu an la ilaha illallah. Das ist nicht alles? Ashhadu an la
Nein. Das ist Ali. أشهد أن محمد رسول الله هيا لا صلاة هيا لا صلاة. Und dann geschah etwas Sonderbares. Ich konnte meine Stimme nicht halten. Mir kamen die Tränen, genau an der Stelle, wo auch mein Vater ins Schluchzen kam. Und dann hörte Tante Aisha eine Stimme zu ihr sagen: Aisha, in dir steckt so viel Wut. Mach was raus, mein Kind. Es werden so viele Menschen dir zuhören. Das war die Geschichte von der Admiralbrücke. Weißt du, diese Brücke wurde jahrzehntelang von Städteplanern und Polizei ignoriert. Die Admiralbrücke war berüchtigt als unangenehme Überquerung, wo nur Drogendealer und dubiose Gestalten abhängen. Wer hätte gedacht, dass sie mal zu einem der beliebtesten Treffpunkte Kreuzbergs werden würde? Ich habe etwas mit ihr getan, was ich mit meinem Vater viel früher hätte machen sollen. Nicht ignorieren, sondern streiten. Ich habe es auf meine Weise getan. Auf die schönste Weise.